Hallo, grüß euch nochmal. Habt ihr das getan, was ich früher auch immer getan habe? Darauf gewartet, dass alle anderen mal meine Probleme auflösen? Es wird euch erzählt, dass Jesus am Kreuz geröchelt haben soll: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich möchte wetten, dass er genau das nicht gesagt hat. Er wird gesagt haben: Ich vergebe euch, denn ihr wisst nicht, was ihr tut. Ja. Das war wohl auch so. Aber er wusste es auch nicht. Er hätte nie gedacht, dass die Not so wichtig werden kann, dass das so bedrückend, dass das so schmerzvoll, dass das so belastend sein kann, dass man ja nur noch Schmerzen hat. Habt ihr das auch so gemacht wie ich früher immer, dass ich gedacht habe, ja, das ändert sich ja bestimmt mal irgendwann, ganz bestimmt. Das ändert sich nicht, solange du das nicht selbst in die Kristallenergie bringst. Ich sagte doch immer, bringe alles sofort und stantepede auf der Stelle, sofort in die Kristallenergie, was es auch sei, hinten, vorne, einerlei. Und es nicht immer zu diskutieren und zu debattieren und die Schuldfragen zu klären. Ganz egal, wie schlimm es ist, was jemand getan hat. Wenn dir jemand so etwas getan hat, konnte er das nur deshalb, weil du selber es nicht gewandelt hast, mit anderen Worten, dich selber nicht gewandelt hast, mit anderen Worten, es nicht in die Kristallenergie gebracht hast. Und darum denke ich bei allen, wenn ich merke, dass irgendetwas nicht rund läuft, nicht gut läuft, es kommt sofort in die Kristallenergie. Wenn jemand wirklich schlimm zu mir gewesen ist, ich vergebe dir. Denn du wusstest nicht, was du tust. Und ich wusste es auch nicht. Denn wenn ich es gewusst hätte, hätte ich so viel Kristallenergie in mir gehabt, dass das überhaupt nicht möglich gewesen wäre, was er mir denn so getan hat. Mit nichts könntest du dir einen größeren Gefallen tun, als immer zu sagen, ich bin weißes Licht. Ich bin natürlich weißes Licht in meinem Leben, denn ich bringe alles in die Kristallenergie. Und das sage ich mir so lange, bis ich es glauben kann. Bis ich es mir selbst glauben kann. Und sich dann natürlich alles andere auflöst, was mir dieses Licht, nämlich mein Licht, verdunkelt. Und es wäre mir recht neu, dass das etwas ist, was man jemand anders überlassen könnte. Wart ihr auch so wie ich früher? Wo Königin Dagmar darauf gewartet hat, dass alle anderen mal ihre Probleme auflösen. Aber alle anderen sind nicht meine Dienstboten und auch nicht meine Lakaien. Und das sind auch meine Schutzengel nicht, und das sind auch meine Lichtgeister nicht, und das sind meine Lichtengel nicht. Die sind doch meine Dienstboten nicht. Dass die sagen, ja, gib mir das mal alles her, ich wandle das dann schon für dich. Das kann nur eine tun in meinem Leben, und das bin ich. Und darum wird es sich ja auch alles auflösen. Ich sagte ja in meinem vorangegangenen Video schon, du kannst dir selbst kein größeres Geschenk machen, als immer wieder zu denken, ich bin weißes Licht und das kann ich mir auch glauben, denn ich bringe immer alles in Kristallenergie. Aber das heißt nicht, dass alle anderen dann staunend um mich herumstehen, sondern einfach, ich bin auf einmal inmitten derer, die genau das Gleiche tun. Sie bringen alles in die Kristallenergie. Darum löst sich ja alles auf, was so beschwerlich war. Viel zu viele thematisieren das Unglück noch. Viel zu viele. Viel, 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 viel zu viele. Soweit ich das überblicken kann, tut das eigentlich jeder. Alle reden andauernd über ihre Kummer und ihre Nöte und ihre Sorgen und ihre Probleme. Und was tun die, die jetzt an Jesus glauben? Die sagen, ja, Jesus hat sich ja da so gut um mich gekümmert, er hat ja so viel getan, er hat mir so viel abgenommen. Ich sagte doch vorhin, ich hatte wirklich vorhin Ärger mit meinem Telefon, da stimmte irgendwas nicht. Aber ich dachte nur, komm, das kommt sofort in die Kristallenergie und dann wird sich das schon klären. Was passierte? Eine Viertelstunde später hat es sich geklärt. Und jetzt ist mit dem Telefon wieder alles in Ordnung. Aber das ging nur, weil ich alles in Kristallenergie gebracht habe. So hat sich mein Geist geändert. Und mein Geist ist nicht mehr empfänglich für etwas, was mir Probleme macht. Das kann er auch gar nicht sein. Es ist alles in der Kristallenergie, alles im Wandlungsbereich. Und je mehr ich in die Kristallenergie bringe, desto mehr Kristallenergie habe ich zur Verfügung. Je mehr sich in meinem Leben in die Kristallenergie wandelt,
desto mehr kriegst du Energie, bin ich auch selbst. Und darin sind wir gleich. Darum sagte ich ja, dieser Satz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das kann schon sein, dass sie nicht wissen, was sie taten. Aber er, derjenige, dann auch nicht. Denn sonst hätte er das niemals erleben können. Ich sagte ja gestern, dieser Satz von Erich Kästner hat was. Dich bedrückt nicht das Gewicht der Not. Dich bedrückt, dass Not für dich so wichtig sein kann, dass du selbst vergisst, weißes Licht zu sein. Und in jedem Moment deines Lebens begegnest du dir selbst. Und das ist das Blöde daran, denn in einer absoluten Krisenzeit ist es sicherlich das Letzte, was wir uns wünschen, dass wir ausgerechnet der Person begegnen, die mal genauso schlimm gewesen ist, wie wir selber damals ja waren, die dafür gesorgt hat, dass das, was so schlimm war, wieder passieren konnte. In Krisenzeiten war das Letzte, was ich mir gewünscht hätte, mir selber gegenüberzustehen. Noch vielleicht nicht, aber ich hatte die Möglichkeit, das alles in die Kristallenergie zu bringen. Was auch immer passiert, ich bringe es in die Kristallenergie. Das mag einige ja höllisch nerven, dass man sowas, dass ich praktisch immer wieder sowas sage, denn das, was ich sage, ändert sich ja nicht. Denn ganz egal, wie ich es formuliere, ganz egal, wie ich es verklausuliere, ganz egal, in welches Verhältnis ich das drücke, das Ergebnis ist stets dasselbe. Ich bringe es in die Kristallenergie. Und je mehr du das denkst, desto mehr tust du es auch. Und desto mehr wandelt sich auch in deinem Leben. Wenn man auch dafür manchmal einiges an Aspirin braucht, wenn der Kopf beginnt, höllisch weh zu tun am Anfang. Aber nur am Anfang. Die ersten Schritte sind immer die schwersten, aber danach ist es leicht. Denn dann beginnt man das ganze Spiel zu durchschauen. Niemand könnte mir mehr von irgendwelchen Sorgen und Nöten berichten, ohne dass ich ihm nicht sofort sagen würde, dann bring es doch in die Kristallenergie. Was nützt es dir denn, alle anderen deswegen verantwortlich zu machen? Was nützt es dir denn, dass du für alle anderen Bestrafung forderst und dass du für alle anderen in irgendeiner Weise eine Wiedergutmachung haben willst? Die Wiedergutmachung kommt nur von dir selbst. Denkende Wesen sind wir und Denken ist ein Privileg. Und es ist wirklich ein Privileg. Jetzt sorge dafür, dass deine eigenen Gedanken dich nicht in die nächste Katastrophe schleudern, sondern sich dich aus der Katastrophe rausheben. Was ungemütlich ist für einige, ist das blöde Gefühl, dass man dann nicht in irgendeinem Bereich glänzen kann, während alle anderen nicht glänzen. Aber das ist das Spiel, worauf wir uns hier eingelassen haben. Die Frage ist, katapultierst du dich aus diesem System raus? Hier auf der Erde, nach den menschlichen Gesetzen, wie wir sie uns selbst irgendwie da zusammengebastelt haben, sieht die Rechnung folgendermaßen aus. Einer strahlt, einer ist wirklich gut drauf, einer hat alles, was er sich nur wünschen kann, alle anderen müssen ächzend dafür sorgen, dass er es dann noch hat. Aber so kann das nicht funktionieren. Ein System, was auf so einem Irrtum beruht, kann nur in sich zusammenbrechen. Denn keiner wandelt mehr etwas in die Kristallenergie. Auch nicht derjenige, der ganz oben thront. Denn der weiß das nicht. Es ist sicherlich eine der schwersten Rollen, einen Star in jeder Gesellschaft zu sein, ohne selbst zu wissen, dass er selber weißes Licht ist. Und ohne selbst zu wissen, dass er nur deshalb ohne Probleme und glänzend dasteht, weil er selbst alles in die Kristallenergie gebracht hat. Schon im Vorfeld. Der Ärger beginnt, wenn er es vergisst. Das ist auch der Grund, warum einige Showgrößen eine gute Zeit haben und anschließend abstürzen. Harald Junke ist zum Beispiel. Er wusste nicht, dass er selber auch genauso gut alles hätte in die Kristallenergie bringen können, anstatt sich zu Tode zu saufen. Aber er wusste das nicht. Aber du weißt es jetzt. Was hindert dich daran, immer zu sagen, ich bringe alles in die Kristallenergie? So gut kann nichts sein. So prima kann nichts sein, ohne dass es sich doch noch ein bisschen besser geht. Das ist der Grund, warum wir letztendlich immer Hunger haben und warum wir nie zufrieden sind. Denn die Idee ist auch nicht, dass du zufrieden bist.
Die Idee ist doch nicht, dass wir alle zufrieden sind. Die Idee ist, dass wir alles in die Kristallenergie bringen, damit es auch immer wieder vortrefflichere Ergebnisse hat. Das ist die Idee dahinter. Das ist Leben. Und das ist das Leben, was du dann sehr genießen wirst, weil du dann auf mal vielleicht immer noch mal ein paar Problemchen bekommen wirst. Aber du wirst mit denen genauso spielen, du wirst mit denen so spielend leicht fertig, wie du es dir hättest vor Jahren gar nicht vorstellen können. Die Idee des Lebens ist, den ganzen Ärger hier zu verlassen, nicht in ihn zu schwelgen. Und viele tun das. Viel zu viele tun das. Gott kümmert sich nicht um deine Probleme. Warum? Denn da, wo er ist, gibt es keine, oder wo das göttliche Licht ist, gibt es keine Probleme. Ich bin bei Gott, weißes Licht. Mit anderen Worten, da bin ich, also wenn ich im göttlichsten Licht bin, kann ich auch nur selbst weißes Licht sein. Alle anderen werden dafür sorgen, dass ich nicht da sein kann, wenn ich noch irgendwie einen Gedankengang verfolge, der doch noch ein bisschen dafür dient oder dazu dient, dass noch ein paar Probleme mehr auftauchen. Aber das Gleichgewicht muss unter allen Umständen gewahrt bleiben. Es ist eine Frage des Mengenverhältnisses und eine Frage des Mischverhältnisses. Je mehr Licht, je mehr Kristallenergie du dem Ganzen in deinem Leben hier beifügst, desto heller und schöner verläuft die ganze Sache. Desto heller und schöner verläuft dein Leben. Und das ist auch die Selbstverantwortung, die wir alle haben. Und das ist auch in der Tat das, was von dir selbst, von deinem eigenen Leben, in deinem Leben verlangt wird. Von deinem Leben, in deinem Leben. Jemand, der vergisst, dass er alles in die Kristallenergie bringen sollte, bevor sich irgendwelche unliebsamen Ereignisse melden. Derjenige, der das vergisst, der ist gekniffen. Der lähmt sich selbst. Es gibt viel zu viele Menschen, die noch da hinterherhängen, was einem doch früher mal angetan worden ist. Ohne, dass sie es in die Kristallenergie gebracht haben. Die Ironie dabei ist, dass sie irgendwann, früher oder später, in irgendeinem Christus einlaufen und dann hoffen, dass er das mal alles vergibt. Ein Weilchen tut er das vielleicht sogar noch, damit du selber erstmal wieder klar denken kannst. Aber wenn du es einmal geschafft hast, wenn du das Größte erstmal weggekriegt hast, dann bist du gefordert. Alles in die Kristallenergie. Aber sofort und standepede. Ohne Diskussion, ohne Gefasel. Streitereien in der Familie, Streitereien im Freundeskreis, Streitereien mit dem Mann, Streitereien mit dem Vater, Streitereien mit der Mutter. Alles in die Kristallenergie. Dann ändert sich deren Denken vielleicht auch und dann kannst du bei ihnen bleiben oder aber deren Denken ändert sich nicht, aber deines hat sich geändert und dann wirst du auch von denen weggehen. Und dann kannst du dich auch von ihnen trennen. Denn dann hängt dir nichts mehr hinterher. Denn in dem Moment, wo du noch ein bisschen was damit zu tun hast, kommen die eifrig hinter dir hergekrochen. Bis du mit deinem Denken so durch bist, dass du wirklich gar nicht mehr anders kannst, als alles in die Kristallenergie zu bringen. Und ich sagte ja, dieses Denken, ich bin weißes Licht und ich bringe alles in die Kristallenergie und darum weiß ich auch, ich bin weißes Licht. Das Denken, dieses Denken ist mir in Fleisch und Blut übergegangen. Ich hätte viel darum gegeben, wenn ich vor 30 Jahren noch schon gewusst hätte, aber da wusste ich es noch nicht. Darum sagte ich ja, ich habe immer irgendwie erwartet, dass das Leben mal irgendwie ganz toll wird, aber ich hatte leider keine Ahnung, welchen Beitrag ich dazu leisten kann, damit es toll wird. Aber jetzt weiß ich es. Ein einfacher Glaube an Jesus, oh ja, Jesus, hilf mir mal, nützt nicht sehr viel. Jesus hilft mir vielleicht, ja. Aber soweit ich weiß, ist er am Kreuz geendet. Und da möchte ich nicht gerade hin. Ich will damit sagen, ich bringe alles in die Kristallenergie, bevor es schlimm wird. Noch ist das, sind die Probleme, die wir haben, überschaubar. So, dass wir immerhin auch noch ein paar ruhige Minuten daraus scheffeln können und sagen können, so in dieser Zeit denke ich, ich bin Kristallenergie, ich bringe alles in die Kristallenergie, ich bin weißes Licht, ich weiß es ganz einfach. Und darum wandelt sich dann ja auch alles. Und damit ist ein unbedingter Glaube erforderlich. Ein Glaube und ein Denken. Es ist der Glaube an dich selbst. Dass du fähig bist, alles in die Kristallenergie zu bringen
Und der Mensch, der alles in die Kristallenergie gebracht hat und dann allen anderen irgendwie auf die Wecker fällt und ihnen Schaden zufügt, ja, diesen Menschen gibt es nicht. Es ist eine innere Wandlung. Deine Wandlung. Und es wäre wünschenswert, wenn du dir selbst so wichtig bist, dass du das auf keinen Fall versäumst. Und da gibt es auch keine Minute mehr zu verlieren. Auf jeden Fall und alles. Alles in die Kristallenergie. Einige sagen, ich glaube an Jesus und was ist, wenn das alles falsch ist? Was ist, wenn ich dann den Blick auf Jesus verliere? Sekunde mal, was sollte denn Jesus dagegen haben, dass du das selbst in die Kristallenergie bringst? Um die Kristallenergie geht es doch. Es geht auch um den Erhalt der Kristallenergie. Damit sie auf der Erde wirksam sein kann. Dafür müssen wir überreichlich viel Kristallenergie haben. Aber 8 Milliarden Menschen leben jetzt auf der Welt, oder 7,5 Milliarden, die allesamt, ganz egal welchen Glauben sie haben, ganz egal welche Weltvorstellung sie haben, sie könnten alles in die Kristallenergie bringen. Eltern können ihren Kindern nichts Besseres tun, als ihnen das beizubringen. Die Ehefrau ihrem Ehemann nichts Besseres tun, als es ihm zu sagen. Wir bringen alles in die Kristallenergie. Ich bringe alles in die Kristallenergie. Du kannst es auch. Und wenn nicht, ja, dann trennen sich unsere Wege. Früher oder später. Glaubst du nicht ernsthaft, dass seine Ehe geschlossen worden ist, damit dann also jahrelang und jahrzehntelang die Ehepartner sich gegenseitig auf den Wecker gehen, weil keiner von den anderen weiß, dass er das genauso gut in die Kristallenergie bringen könnte. Und er es vor allen Dingen von sich selbst nicht weiß. Wie soll sich denn da etwas ändern? Das hier ist tatsächlich ein Kanal für Fortgeschrittene. Aber irgendwann weißt du es und dann verlangst du es auch von dir selbst. Du möchtest auf gar keinen Fall so enden, dass du ständig nur seufzen, jammern und klagen musst. Und jetzt vergiss, was man dir früher einmal angetan hat und bring es in die Kristallenergie, damit du nicht mehr drunter leiden musst. Ich gebe ja zu, dass man das hätte auch freundlicher sagen können, aber ehrlich gesagt, allmählich ist die Zeit, mit dem Wattebäuschen zu werfen, etwas, also nee, jetzt muss ein bisschen Butter bei die Fische. Du musst wissen, woher diese Lösung vom Elend kommt. Du musst das wissen, damit du es selber anwenden kannst. Du musst nicht nach einem Messias fragen. Wer ist der, damit ich an ihn glauben kann? Du hast ihn auch schon längst gesehen, du bist es doch selbst. Du bist selbst die Kraft, die alles in die Kristallenergie bringen kann und bringen muss. Und alles, was davon abhängt, ist, ob du das willst. Ich wünsche dir sehr, dass du das willst. Ich weiß nicht, warum mir das vorhin so eingefallen ist, als ich noch in aller Seelenruhe meinen Abwasch tätigte. Da dachte ich irgendwie daran, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Mein Gott. Der Satz kann doch nur lauten, wenn dir irgendwas Schlimmes passiert, ich vergebe dir, denn du weißt nicht, was du tust. Aber ich weiß, was ich tue und ich bringe alles in die Kristallenergie. Und damit kann ein anderer mir nicht mehr schaden. Was das aus den anderen an wird, ja, das ist doch deren Sache. Wenn du freundlich bist, kannst du es ihnen auch erzählen. Wenn du nett bist, wenn du freundlich bist. Eines der Gründe, warum ich das hier am Kanal immer wieder sage, ist genau der. Ich will in einer Gesellschaft leben, in der jeder wirklich weiß, alles, was mich angeht, ist bereits in der Kristallenergie, noch bevor es mir überhaupt passiert. Darum begegnen wir auch nur das, was ich so gerne haben möchte. Aber nun, ich habe auch, ein bisschen was zu mümmeln brauchen wir nun. Und ich meine, ein bisschen was, wir wollen ja noch ein bisschen mehr in die Kristallenergie bringen. Also ich möchte sehr viel Kristallenergie haben. Ich bin, was das angeht, ein Nimmersatt. Aber wie? So viel Kristallenergie kann man mir gar nicht geben, ohne dass ich nicht noch mehr und noch mehr und noch mehr haben will. Gut. Dann kann ich ja den ganzen Mist in meinem Leben nehmen und sie allesamt und geschlossen in die Kristallenergie geben. Dann kriege ich ja mehr. Ich kann nicht dir irgendwas klauen. Ich kann nicht deinen Auto wegnehmen oder ich kann dich in dein Haus einbrechen und dir was wegnehmen und dann nicht. Nee, ist nicht. In die Kristallenergie muss ich schon alles selbst bringen und zwar von den Sachen, die bei mir übrig bleiben.
Da hörte ich ja vor einigen Tagen, dass da irgendjemand sich darüber beschwerte, über die, da ging es um die Erbschaftssteuer oder sowas. Nein, da möchten sie doch gerne, dass wenn jemand etwas erbt, dann möchte doch bitte, dass er das allen zur Verfügung stellt. Wieso? Wenn jemand etwas erbt, dann steht es ihm zu, dann hat er damit eine Verbindung, dann gehört ihm das. Es ist seine Sache, das alles in die Christenenergie zu bringen. Und es ist seine Sache, das so zu verwenden, wie er das will. Und da hat ein anderer sich nicht einzumischen. Ich weiß, dass es eure tolle Vorstellung, dass es die Vorstellung von den meisten ist. Wie kann das denn sein, dass so viele Menschen oder so wenige Menschen sehr viel Geld erben und die anderen haben dann das Nachsehen? Was tun sie denn, um etwas mehr zu kriegen? Meines Wissens plären sie nur rum, dass sie es auch haben wollen. Aber keiner sorgt dafür, dass es kriegt. Und jetzt mal eine Frage. Wie blöde ist das denn? Sehr blöde. Aber das ist nur in unserem alten Denken möglich. Aber aus diesem alten Denken kann ich heraus. Das Problem war nur, dass man es dir als Unmöglichkeit verkauft hat. Man hat dir gesagt, nein, es gibt nur einen, der das kann. Es kann nur Jesus Christus. Schmarren. Das kann nur Kristallenergie bewirken und bewältigen. Aber das tut sie ja auch. Und die ist für alle da und nicht bloß für ein oder zwei Auserwählte. Ich gebe allerdings zu, dass es nur sehr wenige gibt, die das wählen. Das ist wahr. Aber das ist ja nicht das Problem der Kristallenergie. Wenn du zu wenig davon hast, dann hast du zu wenig davon bekommen, weil du zu wenig davon haben wolltest. Zu wenig davon haben wolltest. Ja, und dann nimm doch mehr. Dann nimm doch mehr, steht dir doch zur Verfügung. Du hast kein Recht, ein glückliches Leben zu führen von Anfang an, aber du hast das Recht, alles in die Kristallenergie zu bringen, damit es besser wird. Ganz egal, wie verhunzt und verkorkst und wie übel sich das Leben bis jetzt ausgenommen hat. Du kannst alles in die Kristallenergie bringen, das ist deine Sache. Es ist dein Denken, es sind deine Gedanken. Und wenn du denkst, ich bringe alles in die Kristallenergie, dann hast du es in die Kristallenergie gebracht. Und damit ist dein Licht wieder mal ein bisschen heller geworden. Und immer heller und immer heller. Ich wünsche dir sehr, dass du diesen Werdegang begreifst. Es wird dir helfen. Irgendwann hat auch ein Gott oder deine Engel um dich herum keine Lust mehr, die ganzen Angelegenheiten für dich zu erledigen, weil du sie nämlich genauso gut selbst erledigen kannst. Warum willst du es einem Engel überlassen, deinen Krempel in die Kristallenergie zu bringen, wenn du das genauso gut selbst kannst? Es dauert eine Weile, bis wir die Wirkungsweise begriffen haben. Aber dann haben wir sie verstanden. Und dann tun wir das auch. Es gab Menschen, die haben so einen Ärger gehabt, da war die Belastung so ungeheuerlich schwer. Da taten sie gut daran, an einen Messias zu glauben, an einen Gott zu glauben, an einen Jesus zu glauben, der das mal alles für sie tut. Das glaube ich allen unbesehen. Das glaube ich, wenn man das in den ersten Jahren so tut. Ich bringe alle, oh Jesus Christus, ich weiß doch genau und ich glaube ja an dich und bei dir wird das ja auch alles toll. Das kann man eine Weile machen. Aber wenn man 30 Jahre später oder 40 Jahre später das immer noch so tut, dann frage ich mich, hakt da was im Denken? Wenn ich auf einmal höre, es ist alles gut, wir kümmern uns drum, es ist gut, dann weiß ich sofort, irgendwie habe ich da mit meinem Gedanken, da hängt ein Fehler. Nicht wir oder die kümmern sich drum, wir kümmern uns drum. Ich bringe alles in die Kristallenergie und das zieht alle möglichen Wesen an, die genau das Gleiche tun. Und dann nehmen sie auch noch meinen Kram mit. Aber eben nur, weil ich es auch tue. Wir sind denkende Wesen, vergiss das nicht. Du bist ein denkender Mensch, vergiss das nicht. Denkende Wesen sind wir. Und dieses Privileg haben wir bekommen, weil wir es wollten, weil wir uns das wünschten. Und weil wir uns Veränderung wünschen. In der besten Art und Weise, wie es denn so passieren kann. Und da ist die Kristallenergie die wirklich reinigende, für mich ultimative Kraft, die beste Wahl. Und warum
Warum sollte ich mich für etwas Drittklassiges entscheiden, wenn ich auch was Erstklassiges kriegen kann? Und ich will was Erstklassiges haben. Pfui, schreit dann an jeder. Alles so selbstsüchtig und so egoistisch. Oh ja. Oh ja. Ich bin selbstsüchtig. Und wie? Ich bin süchtig nach mir selbst. Aber weil ich eben so süchtig nach mir selbst bin, will ich eben auch aus mir selbst das Beste machen. Also bringe ich alles in die Kristallenergie. Und ich kann auch nur süchtig nach mir selbst sein, weil du dich bedanken würdest, wenn ich dich selbst so toll finde, dass ich dir praktisch nicht mehr von der Seite weiche und da immer wieder der da getreulich folge wie so ein Hund und immer erwarte, dass du mir mal mein Leckerchen gibst. Das mag ja für einige ein tolles Gefühl sein, aber irgendwann ist Schluss mit lustig. Irgendwann war es das hier auch. Da musst du schon selber sehen, dass du alles in Kristallenergie bringst. Gibt ja so einige, die so SM-Spielchen lieben und da sind natürlich dann so in einem bestimmten Kontext sind dann auch vielleicht so kleine Folterchen, Spiele oder so etwas dann auch ganz lustig. Aber ich sage immer bei solchen Sachen, wehre den Anfängen, was als Spiel begann ist. Und für einige wird es tödlicher Ernst. Und das ist tödlicher Ernst manchmal. Für viele wird das eine erschreckende, bittere Wahrheit. Das sind alle die, die sich im Fernsehen darüber beklagen, wie schlimm das alles war. Ja, glaubst du, ich mache mich darüber lustig? Natürlich nicht. Ich weiß, dass das ernst war. Ich weiß, dass es schlimm war. Ich weiß, dass einige Torturen hinter sich gebracht haben, die einfach unaussprechlich sind. Ich finde ja auch, dass es aufhören muss. Aber es wird nicht dadurch aufhören, indem wir das alle beklagen. Und immer wieder uns vor Entsetzen geradezu daran weiden, wie schlimm das war. Ohne es in die Kristallenergie zu bringen. Wenn du lauthals immer wieder ein Unglück beklagst, es aber nicht in die Kristallenergie bringst, dann ist es dein und bleibt bei dir und klebt an dir, bis du es in die Kristallenergie gebracht hast. Das ist aber ein Lebensgesetz. Ein Gesetz, von dem du nicht davonlaufen kannst. Dann nützen ja auch Professoren und Doktortitel nichts. Schwer zu begreifen. Es ist nicht schwer zu begreifen. Es ist nur für einige nicht sehr bequem. Nicht so schön. Hört sich nicht so gut an. Und dann ist auch noch das Blöde, dass es irgendwie alle könnten. Alle könnten das irgendwie. Aber wenn sich die Welt für alle ändern soll, dann müssen es auch alle tun. Und nicht so ein paar ausgezeichnete Personen, also ein paar hervorragende Personen, die, wo dann alle lauschen, wenn sie was sagen, was demjenigen dann gar wohl gefällt. Ach Gott, ja, alles hängt an meinen Lippen. Ach ja, meine Meinung ist ja so wichtig. Meine Meinung ist für dich überhaupt nicht wichtig. Aber dein Tun ist für dich wichtig. Das, was du wirklich machst, nämlich alles in die Kristallenergie zu bringen. Deshalb musst du aktiv nichts tun. Du musst dich dann vor lauter Begeisterung, vor lauter Mitgefühl mit allen anderen die Nachbarn, deines Nachbarn Auto waschen oder sowas. Was der gar nicht gewollt hat. Nee, lass mal bitte. So ist das nicht gemeint. Nee, bring nur alles in die Kristallenergie. Und dann wirst du zu deiner Freude Verständnis auf einmal, ganz ohne viel zu fragen, dein Auto in dein, also dein eigenes Auto in die Waschstraße fährst. Wo du seit Tagen denkst, oh Gott, da musst du hin, aber keiner will da hin. Auf einmal tust du es. Bitte versteh das. Du kannst dir selbst keinen größeren Gefallen tun, als immer wieder zu denken, ich bin das Licht meiner Welt und ich bin das weiße Licht, ich bin weißes Licht, ich bin immer weißes Licht. Und alles, was ich denke, es kommt sofort in die Kristallenergie, sodass mein weißes Licht sich immer mehr erhellt. Indem es dann ja auch prompt deine Probleme auflösen. Ich wünsche dir, dass du es verstehst. Bring alles in die Kristallenergie, zögere nicht eine Minute. Nicht diskutieren. Nicht viel hinterfragen. Hinterfragen kannst du später. Aber erst einmal bring es in die Kristallenergie, damit das, was dir so ein Rätsel ist, worauf du Antworten haben willst, auf einmal dir auf einmal völlig klar wird. Wir haben sehr viele Rätsel dieser Welt, also wir haben eine Menge in die Kristallenergie zu bringen. Tun das doch.
Ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg im Leben und sehr, sehr, sehr viel Glück. Und je mehr du in die Kristallenergie bringst, desto mehr Glück findest du vor. Ich wünsche dir alles Gute.